Als die Herren Lunz und Hoffmann vom Baurechenzentrum vor ein paar Monaten bei uns im Unternehmen waren und mich gefragt hatten, ob ich möglicherweise bereit wäre, heute hier beim Baurechenzentrum Mittelstandsforum ein bisschen was über uns zu erzählen, habe ich gesagt, ja, mache ich. Finde ich gut, mache ich auch gerne. Was soll ich denn erzählen? Da haben sie so sinngemäß gesagt, ja, dann erzählen Sie doch ein bisschen was so über Ihr Unternehmen, wie Sie das so machen, über Ihre Organisation. Erzählen Sie doch vielleicht ein bisschen was über Ihre Strategie. Und in dem Moment ist mir etwas passiert. Ich habe ein bisschen spontan gesagt, Strategie, das ist eh nur was für Angsthasen. Und dann haben die beiden Herren gesagt, na super, haben wir schon mal den Titel. Wie ordnen wir eigentlich all das ein, was wir so an Impulsen bekommen? Wie entwickeln wir eigentlich unsere Realitätsmodelle, auf deren Basis wir doch alle unsere Vorstellungen entwickeln, wie wir unser Unternehmen weiterentwickeln? Meine Lebenserfahrung ist, die Hypothesen über den Zustand der Welt haben sich in aller Regel als verzerrt, unvollständig und mithin als falsch herausgestellt. Das weiß auch der Volksmund. Erstens kommt es anders und zweitens, als man denkt. Und ich hab neulich mal jemanden sagen hören, das finde ich auch ganz nett, wenn du den lieben Gott mal lachen hören willst, dann erzähl ihm mal von deinen Plänen. Daniel Kahneman ist israelisch-amerikanischer Psychologieprofessor. Und er, und das muss ich zitieren, der schreibt in diesem Buch, na, schnelles Denken, langsames Denken, eine rätselhafte Beschränkung unseres Denkens, die in unserem übermäßigen Vertrauen in das, was wir zu wissen glauben, besteht. Überlegen. Und in unserer scheinbaren Unfähigkeit, das ganze Ausmaß unseres Unwissens über die Welt zuzugeben. Also erstens, wir haben keine Ahnung, so richtig. Und zweitens, geben wir es nicht zu. Das ist seine These. Dafür hat er einen Nobelpreis bekommen, nicht nur dafür, aber unter anderem. Und ich finde es bedenkenswert. Meine Damen und Herren, dass Hypothesen über den zu erwartenden Zustand der Welt und die daraus abgeleiteten Planungen falsch sein können, haben viele von uns schon als Kinder gehört. Heute backe ich, morgen braue ich, übermorgen hole ich der Königin ihr Kind. Rumpelstilzchen hatte eine Vision, wollte nicht mehr alleine leben, hatte keine Frau, okay. Musste irgendwie das Problem lösen, hat sich eine Strategie zurechtgelegt, hat einen Plan gehabt und hat einzelne Schritte überlegt. Und wie Sie sich erinnern, ging dieser Plan ordentlich schief. Er hatte nämlich offensichtlich eine falsche, unvollständige oder verzerrte Hypothese bezüglich der Erfüllbarkeit der Rahmenbedingungen im Hinblick auf die Geheimhaltung seines Namens aufgestellt. Und noch was wichtig, er hat die Rolle des Zufalls unterschätzt. Sie wissen ja, ne, der Bote ist rein zufällig vorbeigekommen, das konnte er nicht mit rechnen. Ich habe über eine Menge Unternehmen gelesen und ich kenne einige, die verzichten wirklich komplett auf diese ganze Strategiegeschichte. Und die sind ziemlich erfolgreich. Wir haben bei uns im Unternehmen seit Jahren keine Strategiedebatten mehr gehabt. Aber es wäre dumm, auch hieraus wieder eine Regel zu machen. Man sollte sich nur davor hüten, so etwas in Stein zu meißeln. Und sollte bereit sein, schon am nächsten Tag sie wieder nachzujustieren und weiterzuentwickeln. Jeff Bezos von Amazon, das ist wirklich echt ein erfolgreicher Unternehmer, nennt das in seinem Unternehmen übrigens im Day-One-Mode zu bleiben, im Tag-1-Modus. Und das ist der Strich eigentlich unter der ganzen Geschichte. Immer wieder alles auf den Prüfstand stellen. Geduldiges Experimentieren. Nutzen von Möglichkeiten und Akzeptieren von Rückschlägen. Und Bezos sagt, sobald das Unternehmen in den Tag-2-Modus fällt, dann kann dieser Modus jahrelang dauern. Er ist definitiv Stillstand, ist gefolgt von Irrelevanz und von schleichendem Tod. Wir haben in unserem Unternehmen neulich das erste Mal, nachdem ich mich lange dagegen gesträubt habe, aufgeschrieben. Wir haben es nicht Prinzipien genannt oder was uns wirklich, wirklich wichtig ist. 9 Prinzipien. Zufällig. 10 Gebote.
Buddhas achtfacher Pfad. Wir haben 9 Prinzipien. Die sind auch fluide, da arbeiten die Kollegen dran, das wird ein bisschen verändert. Aber diese 9 Prinzipien folgen unserer tiefen Überzeugung, dass Haltung wichtiger ist als Strategie und Prinzipien wichtiger als Prozesse. Und ich verrate Ihnen noch ein Geheimnis, das ist nicht so ein richtiges Geheimnis. Diese Prinzipien haben natürlich eine ganze Menge mit mir zu tun. Die haben eine ganze Menge mit mir persönlich zu tun. Das habe ich den Kollegen auch immer gesagt. Was ihr hier wiederfindet, hat was mit mir zu tun. Und es hat was mit meinem, wie Frederic Laloux es in seinem spannenden Buch Reinventing Organizations, das zweite Buch, was ich Ihnen empfehle, das genannt hat, es folgt meinem inneren Imperativ. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich wünsche Ihnen viel Inspiration und Mut beim Folgen Ihres eigenen unternehmerischen Imperativs, Zuversicht ins Gelingen und vor allen Dingen eine glückliche Hand. Dankeschön.